Jojo Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme StarCraft 2 und wir starten direkt mal in die erste Mission. Lieutenant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Mossara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Manx sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen. So Leute, und da beginnen wir auch die erste Mission. Wir sollen jetzt das Hauptlager der gegnerischen Liga einnehmen. Und ich denke mal, dass wir da auch Hilfe von den Bewohnern bekommen, wie man gerade in dem Clip schon gemerkt hat. Mal schauen, was das jetzt wird. Das Spiel habe ich schon ein bisschen angespielt, damit ich weiß, wie es geht, aber die Missionen habe ich noch keine einzige gemacht. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ich höre. Okay, das hier ist jetzt ja dann unser Anführer. Umaga, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Weiß ich. Gut. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Raiders rocken. So, sieht schon alles ziemlich zerstört aus hier. Raiders rocken. Größer Unfall oder so. Ich glaube, wir müssen irgendwie dem Hund hier folgen. Sieht irgendwie so aus. Geht bloß nicht diese Straße lang. Klingt gut. Und warum? Du kannst auf mich zählen. Rena, tötet ihn! Klingt gut. Gut, schon mit den ersten zwei Gegner aus dem Weg geräumt. Zeigen wir es ihnen. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Okay, dann zerstören wir mal die hier. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch. Zeigen wir es ihnen. Klingt so. Gut. Weg. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Wo sind die alle hin? Raiders rocken. Klingt gut. Unkaut. Meine Familie! Meine Nachbarn! Das sieht langsam richtig übel aus. Kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Die Kavallerie ist da. So, haben wir ein paar mehr Leute. Wir haben hier auch schon einen, so gut wie down ist. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich. Aber ich guck mir mal lieber alles an. Ja, vielleicht gibt's hier noch irgendwo versteckte Hologramme. Da haben wir doch auch schon eins. Ich trete euch in den Eure Freiheit muss geschützt bleiben. Ja, von wegen geschützt bleiben. Oh, das ist gar nicht gut. Was auch immer der hier macht. Sehr menschlich ist es nicht. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid.
Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Du kannst okay, das ist richtig unmenschlich. Zeigen wir sie. Raiders rocken. Es gibt eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Alter, vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Okay, holen wir die Leute mal, die noch gefangen gehalten werden. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. So, die Leute folgen uns jetzt alle. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Rainer. Gut. Geben wir ihnen auf. Raiders rock. Und wo haben die Gegner denn jetzt auf einmal alle diese Flammenwerfer? Und damit hätten wir seine erste Base zerstört. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. So, an der Stelle hätten wir dann auch schon die erste Mission geschafft. Mal schauen, was uns das nächste Mal erwarten wird. Was ja immer noch nicht geklärt ist, wer ist das Mädchen da auf dem Bild? Ist es auch eine Gefangene, in die er verliebt ist oder so? Das weiß man ja bisher noch nicht. Gesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengsk ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. So, dann haben wir jetzt einen Verbündeten. Sarah, manchmal
glaube ich, es wäre besser gewesen, du wärst an diesem Tag gestorben. Aha, scheinbar lebt sie noch und ist wahrscheinlich in Gefangenschaft oder so. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tigers. Okay. Gegenstände. Da kann ich in die nächste Mission gehen. Sie können viele Gegenstände, indem sie die Master sind. Okay. Ich kann Musik umstellen. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryo-Teil ausgebrochen, als sie mich nach Neuforsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tigers, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Die zwei scheinen sich ja auch sehr lieb zu haben. Was ist das denn für ein Gesöff? Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Oh. Wir dürfen scheinbar nicht drüber reden, was wir so machen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in die nächste Mission starten, machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.